Hannover in Bewegung und das nicht zu knapp. Gestern Abend fand die NP-Sportgala im Theater am EGI statt. 1200 geladene Gäste und viel Prominenz feiern die Lieblinge der Region. Und Hannover 96 feiert sein Comeback. Nach 2 Jahren Pause mit den Handballrecken als Sieger wurde nun wieder die Mannschaft von Trainer Taifun Korkut mit 30,4% an die Spitze gewählt. Und einer davon durfte sich ganz besonders freuen. Weltmeister Ron-Robert Zieler. Der Torhüter von Hannover 96 holte nun schon zum 2. Mal den Titel als Sportler des Jahres mit knapp 60%. Ja, ich freue mich sehr darüber, zum 2. Mal bereits diese Auszeichnung entgegennehmen zu dürfen. Und freue mich selbstverständlich auch darüber, dass die MP-Wähler oder Leser so eifrig für mich abgestimmt haben, dass ich heute diesen Preis entgegennehmen durfte. Sportlerin des Jahres wurde die Siebenkämpferin Lilly Schwarzkopf, die jetzt für den VfL Eintracht Hannover startet und ihr internationales Comeback feiert. Und sie hat sich eindeutige Ziele gesetzt. Also im Sommer Weltmeisterschaften hoffe ich, dass ich mich auch dafür qualifizieren kann, dass ich gesund bleibe und wenn dann alles gut geht, dann Rio 2016, das ist so als längerfristiges Ziel geplant. Die Moderation an diesem Abend übernahm zum ersten Mal Zweitligaschiedsrichterin Bibiana Steinhaus mit Christoph Danowski an ihrer Seite, die auf der Bühne das Rahmenprogramm gestalteten für eine Veranstaltung, die in der hannoverschen Sportwelt von Bedeutung ist. Respekt an die NP, die dieses Format vor Jahren entwickelt hat, in der Zwischenzeit Tradition und eine Institution in Hannover und wichtig für die Sportler, für die Vereine, weil hier ihre Leistungen öffentlich anerkannt werden. Aber nicht nur Preisträger, sondern auch Showstars wie Lutz Krajenski Big Band, Olli Pirau und Diana Babalola hatten ihren großen Auftritt. Und auch nach dem offiziellen Teil wurde bis spät in den Abend gefeiert, mit viel Ausdauer, so wie es sich für Sportler gehört.